Yo Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Es ist schon wieder ein paar Tage her. Ich habe mich mal wieder vor meinen wunderbaren Greenscreen gesetzt, damit ich euch hier die neuesten Infos präsentieren kann, ja. Ich habe die Woche ein bisschen was geschafft. War eine ziemlich stressige Woche, muss ich sagen. Ich glaube, ich schaue mich mal an. Ja, nö, man sieht es mir nicht an. Aber ich bin eigentlich ein bisschen fertig irgendwie. Ich habe wenig geschlafen die Woche, hatte viel um die Ohren. Und es ist aber ein bisschen was bei rumgekommen, Leute. Ja, zum einen schaut euch mal diese, nein, oh, ich mach's immer wieder falsch, ne? Diese wunderbaren College-Jacken an, die es jetzt bei Elbster gibt, ja. Einmal, das ist die Rückansicht, das ist die Frontansicht und die eine ist mit Kapuze, die andere ist ohne Kapuze. Das hier ist die Variante für die Herren und das ist die Variante für die Damen. Natürlich gibt es sie auch noch in unterschiedlichen Farben. Das sind jetzt nur so zwei Beispiele, die ich rausgesucht habe. Hinten auf dem Rücken steht Grants and Friends. Dann kann man entweder mit diesem wunderbaren 69er-Logo die Jacke wählen oder natürlich eine Nummer, die man selber bestimmt. Das geht auch. Und ihr seht es ja, da unten steht dann so Nickname und da kann dann euer eigener Name hin. Ja, also dann könnt ihr da so Grants and Friends 69 und dann Grants zum Beispiel, wenn ich die jetzt bestellen würde. Das Geile ist, Leute, es gibt jetzt eine Woche lang Einführungsrabatt. Ja, den konnte ich dem guten Fisk aus den Rippen quatschen. Und deswegen gibt es diese Jacken aktuell mit 15% Rabatt. Schaut mal im Shop nach. Der Link sollte unten in der Videobeschreibung sein, denke ich. Ich habe das natürlich nicht vergessen. Wo denkt ihr hin? Und diese wunderbaren College-Jacken gibt es ab sofort im Elbstar-Shop. Eigentlich gibt es die schon seit vorgestern. Ich habe es im Stream schon mal gesagt gehabt, da haben schon ein paar Leute zugeschlagen, aber ich dachte mir so, ey komm, jetzt musst du es auch mal bei YouTube bringen. Ich habe schon so ewig kein Infovideo gemacht. Also, es gibt wieder ein paar neue Sachen im Elbster Shop. Schaut auf jeden Fall vorbei, Link in der Videobeschreibung. So, jetzt kommen wir aber zu einer ganz anderen Sache. Eigentlich wollte ich nämlich etwas anderes mit euch bequatschen, ja. Und zwar habe ich mir überlegt, und ich habe auch schon oft Anfragen bekommen in letzter Zeit, so, ey Grants, mach doch mal wieder ein richtiges Let's Play, so. Ich habe sehr viel gestreamt in letzter Zeit und da sind die Let's Plays ein bisschen zu kurz gekommen, da gebe ich euch recht. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte mir jetzt die Zeit auf jeden Fall nehmen und ein Let's Play starten, was wir dann auch durchziehen, ja. Ich habe mir schon mal ein paar Gedanken gemacht, was könnte man machen? Ich habe geguckt, was kommt in nächster Zeit raus. Was passt vielleicht zu dem Kanal? Was könnte dem einen oder anderen gefallen, der schon in der Vergangenheit ein Projekt geschaut hat? Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Also, ja, fangen wir mal an. Nummer 1, was man machen könnte. Es ist eigentlich schon fast offensichtlich. Vor kurzer Zeit kam Anduril raus. Das ist eine Skyrim-Modifikation. Und Skyrim hat 300 Parts auf meinem Kanal. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber Skyrim hat sehr viele Parts auf meinem Kanal. Und es gibt sehr viele Leute, die Skyrim gerne geschaut haben. Vielleicht wäre Enderal ja was. Das ist so meine erste Überlegung. So, Überlegung Nummer 2 wäre Terraria. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut und der gute Tobi hat mir da einen kleinen Tipp gegeben. Danke dafür. Und es gibt bei Terraria eigentlich etwas ziemlich Interessantes, was ich machen könnte. Terraria Otherworld kommt ja noch nicht raus, das dauert noch ein bisschen, aber mit dem alten Terraria kann man auch noch Spaß haben. Also Terraria wäre so das Zweite, was ich mir vorstellen könnte, was man nochmal machen kann. Nummer 3 wäre endlich vielleicht mal den Allesfresser bei Spore zu zocken. Ich hatte ja schon den Karnivoren und den Veggie gespielt und habe noch, ich glaube, im letzten Part vom Veggie gesagt, ja, man könnte ja nochmal so einen Allesfresser machen. Aber ihr wisst ja, wie das so ist. Man sagt so, man könnte es machen und dann macht man es leider meistens dann doch nicht. Wäre Vorschlag Nummer 3. Nummer 4 wäre Walking Dead. Bald kommt Episode 3 raus. Ich habe Episode 2 noch nicht abgeschlossen. Wahrscheinlich haben die meisten von euch Episode 2 inzwischen woanders geschaut, kann ich mir vorstellen, ja. Ist natürlich auch nicht schlimm, kann ich verstehen. Und ich würde Episode 2 aber gerne noch fertig machen. Und dann Episode 3 bringen, sobald es rauskommt. Ja, das wäre Vorschlag Nummer 4. Ihr seht schon, das sind so alles Projekte, die es schon mal auf dem Kanal gab und die man jetzt vielleicht neu reaktivieren könnte oder so. Keine Ahnung. Also, Enderal, Terraria, Walking Dead, Spore.
Ich hatte noch was Fünftes. Ja, genau. Nummer 5 wäre Civilization 6. Ich habe gesehen, dass Civilization 6 jetzt bald rauskommt. Ich befürchte allerdings, dass die Civ-Community bei mir auf dem Kanal eher gering ist. Ja, ich glaube, die Civilization Let's Plays und auch die Streams, die ich gemacht habe, das haben eher sich so die Stammzuschauer angeguckt, die sich einfach gerne Sachen von mir anschauen. Danke dafür natürlich. Aber ich glaube, dass es nicht so viele Civ-Fanatics gibt, wenn man das so sagen möchte. Deswegen, ja, weiß ich nicht, wie wir das jetzt machen wollen, Leute. Also ich würde vorschlagen, ihr schreibt einfach mal hier unter das Video in den Kommentaren, auf welches Spiel ihr Bock hättet. Ja, also das sind nur meine 5 Vorschläge. Ja, also Enderal, Civilization, Walking Dead, Spore oder Terraria. Das sind so die 5 Vorschläge, die ich mir jetzt gerade mal so überlegt habe in den letzten Tagen. Ich habe mich halt so hingesetzt und, naja, eigentlich nicht. Ich habe einfach mal ein bisschen nachgedacht. Und das sind so ein paar Sachen, die ich mir vorstellen könnte, ja, die man machen könnte. Wenn du jetzt natürlich noch andere Vorschläge hast, dann schreib es auf jeden Fall in die Kommentare. Schreib mir auf jeden Fall generell mal, was du von der Idee hältst, wenn mal wieder ein richtiges Let's Play kommt. Ich glaube, es ist einfach schon ein bisschen länger her, dass ich überhaupt mal ein richtiges Let's Play gemacht habe. Ich weiß, so Singleplayer-Projekte sind vielleicht nicht immer ganz so interessant wie so eine Multiplayer-Sachen und so weiter und so fort. Und ihr liebt aktuell Dead by Daylight. Ich liebe Dead by Daylight auch, deswegen zocke ich es halt auch einfach die ganze Zeit im Stream. Und Streams werden natürlich weiterkommen, aber ich möchte mir auf jeden Fall die Zeit nehmen, dass ich mindestens ein Let's Play wieder auf meinem Kanal habe für all die Leute, die vielleicht nicht zu den Streams kommen können oder denen Dead by Daylight einfach langsam zum Halse raushängt. Ja, das sind so meine 5 Vorschläge. Wenn du noch Vorschläge hast, schreib sie auf jeden Fall unten in die Kommentare. Wie gesagt, schau mal bei Elbster vorbei, Leute. Ich finde die Jacken richtig geil. Also ich freue mich richtig über diese Jacken. Und ich freue mich auch, wie schnell das geklappt hat. Ja, ich hatte mit Fisk irgendwie Dienstag oder Mittwoch gequatscht oder so. Und 2 Tage später waren die schon im Shop. Und das Design ist einfach mega geil. Und ich finde das mit dieser 69 einfach wieder zu pornös einfach. Ich freue mich schon, wenn ich meine Jacke hier in den Händen halte. Dann werde ich euch auch noch mal ein Video vielleicht machen, um euch die mal zu zeigen. Ihr habt jetzt noch eine Woche halt diese 15%. Deswegen schlag zu, ihr müsst keinen Gutscheincode oder so eingeben, die werden direkt mit reingerechnet. Und ja, ich glaube, das war's, Leute. Sport läuft auch übrigens. Ich werde oft gefragt in letzter Zeit, Rans, machst du eigentlich noch Sport? Du wolltest noch ein Video machen? Ja, mache ich. Ich habe hier schon so ein paar Sachen rumliegen, die ich vorbereitet habe. Und ich habe leider nicht die Zeit gefunden, ja. Wie gesagt, das mit dem Merch halt. Ich habe mit Emily noch ein bisschen Sachen gemacht und so. Und ihr werdet das alles mitkriegen. Im Laufe der Woche wird es bestimmt noch eine Ankündigung geben. Da kann ich eigentlich schon, das kann ich eigentlich schon so gut wie sicher sagen, dass es diese Woche wahrscheinlich noch mal ein Infovideo geben wird. Und da ist auch eine coole Sache passiert. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ich will diese Fitnessvideos wirklich machen. Ich gehe aktuell wirklich ja eigentlich 4, 5 Mal die Woche ins Fitnessstudio. Und es tut sich auch langsam wieder was. Ich komme mit den Gewichten gut voran. Ich weiß nicht, ob man es schon sieht. Wahrscheinlich nicht. Dafür ist es noch zu kurz. Und ja, das Video ist schon wieder viel zu lange geworden, Leute. Ich wollte euch eigentlich nur eben sagen, dass es diese geilen Jacken gibt und dass ich gerne wieder ein Singleplayer-Projekt machen möchte. Wie gesagt, schreib auf jeden Fall in die Kommentare, was du gerne sehen würdest. Und schreib auch gerne in die Kommentare, was du von den Jacken hältst. Und was man noch so machen könnte. Ich habe letztens schon mal nachgefragt im Stream. Manche Leute würden sich wünschen, Mützen, Bettwäsche, was wurde denn noch gesagt? Noch ein paar andere Sachen, die vielleicht nicht ganz ernst gemeint waren, man weiß es nie. Keine Ahnung. Tobt euch einfach in den Kommentaren aus, Leute. 14 Uhr werde ich wieder streamen, Dead by Daylight. Heute Nachmittag streamen, dann am Abend wird natürlich wieder TTT aufgenommen. So, Leute, ich bin raus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und vielleicht sehen wir uns nachher im Stream. Twitch.tv/Grants. Oder? Ist das richtig? Ich hoffe schon. Ansonsten schaut in der Videobeschreibung, Leute. Da packe ich euch alles rein. Also bis dann. Haut rein. Ciao.